nicht nur kochen, aufwärmen im Thermomix. Ich grüße dich hier wieder aus der Mein Zaubertopf-Küche und wusstest du, dass du mit deinem Thermomix nicht nur kochen kannst, sondern auch super Reste aufwärmen und verwerten kannst und das sogar von fast allen Speisen. Bevor wir anfangen, lass uns gerne noch ein Abo da und drück auch die Glocke, denn dann verpasst du auch in der Zukunft keine Rezepte mehr von uns und kriegst immer super Tipps und Tricks für deinen Thermomix. Solltest du also Reste vom Vortag haben, kann dein Thermomix deine Mikrowelle ersetzen. Ist für den Alltag braucht man das nicht jeden Tag, aber wenn du den zum Beispiel auch mit beim Reisen nimmst und dein Thermomix im Camper steht, ist das eine richtig praktische Sache. Solltest du den TM5 oder den TM6 zu Hause stehen haben, gibt es sogar einen Erwärmen-Modus. Und den findest du, indem du hier einfach einmal über das Display wischst. Und dann kannst du einmal auf den Modus Erwärmen gehen. Du kannst die Zeit und die Stufe und natürlich auch die Temperatur ganz frei wählen. Wenn du hier einmal auf das kleine i drückst, erklärt er dir auch noch mal ganz, ganz viel, was bei welcher Stufe gemacht wird. Aber wir klären das Ganze natürlich jetzt auch in dieser Folge. Solltest du den TM31 zu Hause haben, ist es natürlich trotzdem gar kein Problem und du kannst natürlich trotzdem deine Reste erwärmen. Den Modus Erwärmen kannst du halt super verwenden, um Suppen, Eintöpfe oder auch cremige Speisen zu erwärmen. Wenn das ein bisschen dickflüssiger ist, wie zum Beispiel eine Bolognese, dann empfehle ich dir noch, den Rühraufsatz zu verwenden. Wenn du solche Sachen erwärmen möchtest wie Gulasch, das ist ja auch kein Problem, kannst du bei 100 Grad machen. Dann denk aber auf jeden Fall daran, den Linkslauf zu drücken. Weil ansonsten hast du hinterher eine Gulaschsuppe. Du kannst natürlich auch super Getränke erwärmen, zum Beispiel Milch oder Glühwein. Das Tolle dabei ist, dass du die ganz genaue Temperatur eingeben kannst. Und gerade bei Milch sollte die nicht höher als 90 Grad sein, weil sonst brennt es am Mixtopf an. Sollte das trotzdem mal passieren, guck dir einfach mal unser Reinigungsvideo an. Das blenden wir dir hier auch nochmal ein. Aber du kannst natürlich noch viel, viel mehr im Thermomix erwärmen. Zum Beispiel Babybrei. Das ist richtig praktisch. Kannst du auch entweder direkt im Topf machen. Ich empfehle aber das Wasserbad. Und dazu gibst du einfach 400 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann setze ich als nächstes den Garkorb ein. Und zwar mit dieser Öffnung hier nach vorne. Nimm mein Babybrei und zwar ohne Deckel. Und stell den einfach in den Garkorb. Deckel kommt zu. Mixtopfdeckel natürlich auch schließen. Die Zeit variiert ja so ein bisschen je nach Menge von dem Babybrei, was da drin ist. Also als Richtlinie 10 bis 15 Minuten auf 80 Grad Stufe 2. Und ich zeige dir jetzt gleich, wie du richtig gut Nudeln erwärmst. Und dafür bereite ich das jetzt hier einfach einmal vor. Wasser, und zwar 500 Gramm, sind schon im Mixtopf. Meine aufzuwärmenden Nudeln sind im Varoma. Die setze ich jetzt einmal auf und das funktioniert mit dem Aufwärmen wirklich viel, viel besser als mit der Mikrowelle, weil da ist ja so oft so, dass diese Nudeln am Rand so ein bisschen austrocknen und das passiert im Varoma nämlich nicht. Den Deckel oben drauf und das Ganze wird dann je nach Menge 15 bis 20 Minuten auf der Varoma-Stufe 2 erwärmt und danach hast du wirklich wie frisch gekochte Nudeln. Und jetzt verrate ich dir, wie du Fleisch und auch Fisch erwärmen kannst, und zwar ohne, dass es trocken wird. Dafür brauchst du den Einlegeboden vom Varoma und Backpapier. Das machst du jetzt nass und legst das hier in den auf den Einlegeboden und achtest darauf, dass die Seitenschlitze frei bleiben, damit der Dampf sich gut verteilen kann. Darauf kommt dann dein Fleisch oder Fisch. Dann setzt du das einfach auf den Varoma, 500 Gramm Wasser in den Mixtopf, schließt den Deckel und erwärmst das Ganze auch noch mal etwa 15 Minuten auf der Varoma-Stufe 2. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch erklären, wie du Kartoffelpüree wieder erwärmen kannst. Das ist nämlich auch super einfach. Einfach die Reste vom Kartoffelpüree in den Mixtopf geben, einen Schuss Milch dazu und auch gerne noch ein Stückchen Butter. Zeiteingabe richtet sich wieder ein bisschen nach der Menge des Kartoffelpürees. Dann einfach 80 Grad Stufe 2 einstellen und danach hast du wieder den perfekten Kartoffelpüree. Ich hoffe, ich konnte dich für das Thema Aufwärmen im Thermomix erwärmen.
Solltest du noch Fragen haben, stell sie einfach in den Kommentaren. Das beantworten wir natürlich noch super gerne. Und lass uns auch gerne ein Abo da, da freuen wir uns ja immer riesig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, mach's gut und bleib gesund. Ciao!